Wir sind Familie Kühner. Herzlich willkommen auf unserem Hof. Ja, also so eine Anlage ist was ganz Besonderes, seine eigene Anlage zu haben, auch wie wir hier die Pferde eben an den Sport heranführen können. Das ist was Tolles, aber es ist auch eine große Verantwortung und ja auch irgendwo eine Belastung, weil ich gehe hier über die Anlage und sehe natürlich ganz viele Sachen. Da muss noch was gemacht werden, hier muss was noch gemacht werden, das gefällt mir nicht. Und man ist ständig am reparieren und verbessern und weiterentwickeln. Also wenn man so eine Anlage hat, dann hat man auch immer was zu tun. Diese Phase, dass man sich mal jetzt sagt, jetzt ist alles erledigt und jetzt lehne ich mich zurück, die gibt es eigentlich nicht. Wobei, da bist du auch nicht der Typ für. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt könntest. Ja, vielleicht liegt das ja an der Anlage. Ich glaube nicht. Und schön ist eben, dass wir hier auf der Anlage und auch mit der Familie und so weiter, wir können die Pferde leben, wirklich. Ja. Also die Kinder leben die Pferde von Anfang an. Wir haben alle den Viruspferd und das ist für uns neben der Gesundheit und was man so braucht im Leben sicher das Wichtigste auf der Welt. Und das gibt einem viel Stärke für das ganze Tun und den doch oft sehr turbulente Leben, was man so führt. Also ich versuche so viel mitzukommen, wie es geht. Jetzt mit Baby ist es natürlich nicht einfacher als davor. Und die Kinder sind in der Schule, ich muss der Basis auch hier sein. Und deswegen kann ich jetzt nicht so viel mitkommen, wie ich gerne würde wollen und auch früher mitgekommen bin, aber wir versuchen so viel gemeinsam loszufahren, wie es geht. Gut, dann legt die Messlatte hoch für die Kinder, wenn die zusammen trainieren, aber die sehen wahnsinnig auf zu ihm und er steht immer hinter ihnen und nicht nur im Guten, sondern auch im Schlechten und ja, sie sehen sehr auf zu ihm. Der ist ein großes Vorbild für sie. Hey, super great. Man macht nicht alles nur alleine, sondern wir sind ein ganzes Team, die da zusammenarbeiten. Und dann versucht man schon, ein gewisses System eben sich anzueignen, wie man es macht. Und ja, gerade mit jungen Pferden fahren wir eben ein System, wo wir die Pferde eigentlich relativ schnell an etwas heranführen und ihnen dann immer wieder eine Pause geben. Das heißt, wir reiten sie ein, wir machen ein paar Sprünge mit ihnen. Es gibt die ein oder andere Frage, die ich dann schon jung habe bei den Pferden. Die prüfen wir im Kleinen schon mal ab und dann gehen sie wieder auf die Koppel. Und dann fangen wir das Gleiche wieder neu an. Und diese ständige Wiederholung zwischen kurzer Herausforderung und wieder kompletter Entspannung und Pferd sein lassen in der Natur, bringt dann eigentlich, haben wir guten Erfolg mit, da leistungsbereite Athleten am Ende als Partner zu haben. Diese Atmosphäre in diesen Stadien und dann auch die Parcours, das sind ja schon die schwersten Parcours der Welt. Also man geht so einen Parcours eigentlich dann immer ab und denkt sich, um Gott, Wahnsinn, das ist alles so schwer, wie soll das gehen? Aber man kennt ja auch sein Pferd und weiß, dass er sowas dann auch kann und schon gemacht hat.
Und wenn man reinreitet, dann ist man eigentlich ganz alleine. Also man ist mit seinem Pferd wie in einer eigenen Cloud. Grundsätzlich ist es, man hat eigentlich nur eins im Sinne und das ist immer der große Preis. Und darum geht's.